Heute kümmern wir uns ja um diese Karamellkekse, also wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe hier jetzt einmal schon mal Zucker drin und den lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Jetzt hat es ja eine schöne Karamellfarbe. Auch wenn noch ein paar Zuckerstücke hier jetzt zusammen sind, das macht nichts. Nur wichtig ist, dass der Karamell natürlich nicht zu dunkel wird, weil sonst schmeckt das Ganze nicht mehr. Und jetzt haben wir Wasser. Da muss man natürlich jetzt aufpassen. Also vorsichtig reingeben. Und jetzt wird das Ganze natürlich wieder fest. Und dann müssen wir einfach so lange warten, bis es eine schöne Konsistenz hat. Also jetzt merkt man, hier ist alles wieder fest. Und wenn wir das nämlich dann haben, dann stellen wir das Ganze erstmal zum Abkühlen auf die Seite. Und wenn es abgekühlt ist, können wir dann auch schon den Teig machen. Dann kümmern wir uns mal um den Teig. Ich bin ja wie immer ehrlich zu euch, also bei mir hat sich jetzt nicht alles unten verflüssigt, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Den Topf kriege ich jetzt einfach wieder sauber, indem ich einfach frisches Wasser reingebe, das Ganze aufkochen lasse und dann sollte sich das wieder lösen. Aber wir haben hier genug Sirup und daher ist das alles nicht schlimm. Und zwar, wir fangen an mit der Butter. Dann Salz, Vanillezucker, Zimt. Das verrühre ich jetzt erstmal. Jetzt geben wir den Sirup dazu. Das verrühren wir. Jetzt brauchen wir noch Mehl, Backpulver und ein Ei kommt auch noch dazu. Das kommt aber ganz zum Schluss. Deswegen verrühren wir das jetzt nochmal. Und wie gesagt, jetzt kommt das Ei. Und das verrühren wir. Und jetzt gebe ich den Teig in eine Frischhaltefolie, dann geht es erstmal ab in den Kühlschrank und danach können wir die Plätzchen ausstechen. Ich habe den Teig jetzt ausgerollt, ich habe ihn dann aber auch ins Gefrierfach gelegt, weil dann kann ich ihn einfach schneller weiter verarbeiten. Und jetzt steche ich mir hier einfach Kekse aus. Der Ofen heizt vor auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und so lege ich die jetzt aufs Backblech. Ja, und das sind jetzt unsere Kekse, also natürlich nur ein Teil. Da habe ich natürlich noch mehr rausbekommen. Und die waren jetzt bei mir 15 Minuten im Ofen. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ich finde sie richtig, richtig lecker. Deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!